Durch den Tod von unserem Herrn Jesus ist das Verhältnis von uns Menschen zu Gott ganz neu worden. Er hat die Menschen gern, so wie sie sind, und vergibt alle Schuld. Das macht das Leben neu. Bei einem Gotteskind wird alles neu. Es war halt wohl schlimm, wenn wir weiter genauso leben taten wie die anderen, die von Jesus nichts wissen oder nichts wissen wollen. Jetzt ist Jesus auferstanden und hat uns allen, die mir an ihn glauben, den Weg frei gemacht in ein neues Leben mit ihm. Das bloße Wissen um ein neues Leben ist nicht nur. Du musst auch danach leben. Du brauchst als Begleitung auf dem neuen Weg Gottes Wort, dass das sagt, was er mit dir vorhat und was du tun sollst. Das findest in der Heiligen Schrift. Wenn du dem lebendigen Herrn treu bleiben willst, wird er dir sein Wort verständlich machen. So wird's dir nicht leider am Sonntag was zum Sagen haben, sondern es wird dir ein Wegweiser für alle Alltagsfragen werden. Wegen dem hat er uns den Heiligen Geist versprochen. Sei Gott.